I'm bored. Let's do something else. I got this book. My dad gave it to me. Ja, servus, hallo zu einer neuen Folge aus der Südküche. Heute kommen wir endlich mal, fast zwei Jahre, endlich dazu, zu dem besagten Jubi, wo ich schon viele kenne, ich noch nie vorgestellt habe. Wir sind jetzt hier bei Markus, im Hintergrund sehen wir, ne? Da steht der Jubi. Und zwar, der steht jetzt schon fast zwei Jahre da, denn da habe ich mit Wolfgang am Bodensee geholt, wo wir die Geschichte erzählt haben. Ich mache mal die Kamera rum, das machen wir nochmal. Jetzt machen wir es so, so. Denn habe ich, die Stoßstange habe ich abgebaut. Die leid hier, ne? Weil da ist jetzt keine Luft drauf und da bleibt man nämlich am Hänger hängen. Denn habe ich am Wolfgang vor zwei Jahren oder über zwei Jahren, wie wir den Anhänger gehabt haben, am Bodensee gehabt. Eigentlich zum Schlachten, aber er ist zu schade zum Schlachten. So. So, jetzt haben wir es richtig. Und da erzähle ich später noch eine Geschichte dazu. Da gucke ich mal, das mache ich vielleicht daheim. Dann erzähle ich das ein bisschen. Sind einige Mängel dran. Oh, Moos hat er auch schon. Aber, wenn wir reingucken. Ne, komplett. Alle Verledungen drin. Da leid noch Fetter, die ich reingelegt habe damals. Wirklich alles drin. Colorverglasung, N6er, Sondermodell Jubilee, das wäre Jubi. So, dann haben wir den Zustand her, der steht jetzt zwei Jahre hier draußen. Der hat Sportausstattung, das ist vom Sport oder irgendwas, Ascona, C-Ascona, kenne ich den Stoff. Er ist innen drin halt wirklich sehr, sehr gut erhalten. Wir gehen mal vorne raus. So, wie gesagt, er steht jetzt zwei Jahre hier. Das heißt, wir müssen das Lenkrad nochmal abreiben, alles. Die Kilometer sind 110.000 und die hier, 110.000, sind definitiv echt, weil der hier ist nämlich Heckheft gepflegt. So, die Schaltung, der Schaltknauf, gut, hier ist jetzt ein Riss drin. Ich meine, das Auto ist jetzt, ich glaube, 86, 87, ne? Das Radio noch drin, das bleibt drin mit Kassette, finde ich saugeil. Ich habe es schon ausprobiert gehabt, es ranzt nichts. Alles komplett. Da ist ein Spinnewebepaar. Müssen wir nochmal sauber machen, ne? Gutes sauber machen, ja. Aber das ist. So, jetzt machen wir die Haube auf. Und er ist eigentlich gedacht, oder war gedacht, zum Holen, zum Schlachten. Aber dafür ist er viel zu schade. Wir haben damals auf dem Hänger noch die Fettere ausgebaut, also er steht jetzt komplett ohne Fettere hinne, Holzletzier, vorne sind ein paar Holzletzier und so, hat halt viel Moos angesetzt, der Motor jetzt, haben wir Luftfilter runter, dass er läuft, ich muss hier im Verteiler das Zündteil, die Zündendstufe neu machen, der Motor sieht normalerweise, Moment, so, innen drin ganz sauber. Also man muss immer überlegen, sind alte Autos. Er läuft, wenn man jetzt Öl raushole, den Ölmessstab. Gucken wir kurz aufs Öl. Schön sauber, also nichts schwarz oder so. Wie gesagt, komplett Checkheft gepflegt. Es müssen neue Zündkabel drauf. Und was ich gemerkt habe, dieses Teil ist kaputt. Da war hier die Stecker kaputt, die war aufeinander gefallen. Ich hoffe, dass es nur das ist, ein nettes Steuergerät. Ansonsten muss ich gucken, wo ich für deine 1600er ein Steuergerät herkriege. Es sieht richtig gut aus. Da ist halt der Beul drin. Und hier, hinter der Zündspule, ist ein bisschen rost, aber ansonsten steht der in einwandfreiem Zustand da. So, jetzt machen wir mal die Hauptnummer runter. Die Lampe, alles drum und drauf, richtig schön. Und dafür haben wir auch das Carmine Kit. So, jetzt machen wir mal eine kurze Pause. So, wir tun jetzt die Jubi aufladen. Nächster Step ist Garage. Und du ich Batterie rein mache, gucke Zündung, ob die geht.
Dann muss ich gucken, hinten sind, glaube ich, noch Spritleitungen, wo undicht sind. Ich glaube, da war eine oder zwei, da muss ich gucken, da bleibt er auf dem Hänger stehen. Und dann muss ich gucken, wenn er nämlich läuft, dass ich nochmal. Ne, welche tue ich nicht. Da wird erstmal so gemacht. Dann muss ich gucken, dass ich ein Fahrwerk bekomme. Dann brauche ich jemanden, wo man das Karmai-Kit lackiert für drauf. Sonst brauchen wir eigentlich gar nichts. Ist nämlich alles tipptopp. Bremse, alles drum und drauf funktioniert. Klar sind sie jetzt vom Alter dementsprechend. Ne? Also er hat da komplett die Colorverglasung, Servolenkung, 5-Gang-Schaltgetriebe, Sitze, alles tipptopp. Ja, Seitenventile einwandfrei, da ist nichts dran. Der ist halt jetzt dreckig, weil er jetzt 2 Jahre da auf dem Platz steht. Weil der Markus gesagt hat, schon nicht daher, da passiert ihm nichts. Und wenn du Zeit hast, gehe ich ihn wiederholen. So, ich tue den jetzt auflade. Nächster Step, Garage. So, wir sind an der Garage. Es ist mittlerweile dunkel. Das Zündteil habe ich gewechselt. Wenn ich jetzt hier gehe, mach vorne Stadtpilot oder bis hier Sprit in der Vergaser, du da direkt anspringe. Was mir aber aufgefallen ist, dass hinne die Spritpump gar nicht laufen tut. Das heißt, sie erstmal fahren wir jetzt an die Tankstelle, Sprit drin mache, dann muss meine Frau was essen, weil die wird kantig. Und dann fahren wir heim. Moje, gucke ich noch der Arbeit, wird der Spritfilter, der Spritpump gewechselt, dann mache ich die Spritschläuche hinne. So lange bleibt das Auto auf dem Hänger stehen. Bis er läuft, dann wird er Navy hier gestellt und wenn er fertig ist und läuft, dann geht's an der Evo. Das war's jetzt von heute. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, ist teile, like, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.